Hallo liebe Camper, heute ist es soweit. Wir haben Freitagabend, ihr seht, wir haben schon alles zugemacht. Hinter mir ist schon alles dunkel und wir bereiten uns vor für die Abfahrt ins Überschwemmungsgebiet, um unsere Spende zu übergeben. Und ich freue mich schon irrsinnig drauf, damit wir hier Menschen helfen können, die es wirklich, wirklich gebrauchen können. Und ich bin da riesig gespannt und wie die Herrschaften sind, was da auf uns zukommt, wie die Reaktionen sind. Also da bin ich echt mega gespannt und freue mich da schon richtig drauf. Wir haben jetzt insgesamt, ich verrate euch, 7.500 Euro zusammenbekommen. Dafür sage ich ganz, ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Ihr habt gespendet und um dass es wirklich den Richtigen trifft, fahren wir das ja jetzt höchstpersönlich darüber. Wir haben alles soweit fertig gemacht. Wir tigern jetzt dann gleich los und treffen uns heute Nacht noch mit Bekannten, und zwar mit der Fahrschule Schneider und mit dem Frank Depping. Da haben wir einen Punkt verabredet, kurz vor dem Tal, wo wir da den Spender haben. Da werden wir dann die Nacht verbringen, werden uns heute Abend nochmal besprechen, wie wir es denn machen. Und dann werden wir am Samstag früh dorthin fahren. Ich kann nur so viel sagen, es ist eine Familie, bei denen in der gesamten Familie hat es genau 4 Häuser getroffen. Und der Papa, der Senior, ist richtig schwer krank auch, und die hat es richtig schlimm getroffen, weil natürlich auch versicherungstechnisch immer Probleme da sind. Geld ist natürlich Mangelware und. Und wir sammeln jetzt für euch die Eindrücke und ich sage, lasst uns losfahren, ab ins Auto und eine wichtige Tat, eine gute Tat vollbringen. Dank euch ist es möglich gewesen. Natürlich auch Frank Depping, der hat auch unheimlich viel zusammengesammelt an Spenden, wie auch Camper Tobi, und der die ganze Veranstaltung hier beim Campertreffen mit uns mitgemacht hat. Ganz, ganz lieben Dank auch, und auch ganz, ganz lieben Dank an Aki, an Fan for Van, an Markus. Alle waren hier, haben natürlich auch dafür gesorgt, dass viele Menschen kommen und somit auch echt ein toller Betrag zusammengekommen ist. Auch einen ganz, ganz lieben Dank an unseren Bürgermeister. Ich sage es immer wieder, die haben hier in Dingesbühl uns das ermöglicht. Die haben hier mitgemacht. Kyras Burger kennen schon viele von euch. Der hat hier die ganze Organisation verpflegungstechnisch mitgemacht. Hatte ja ein tolles Zelt aufgebaut, und auch da vielen, vielen Dank dafür. Auch da hat sich hat sich jeder wirklich rege beteiligt, und da hat er ja früh nur die Brötchen ausgefahren, und echt toll, super, super gewesen, hat richtig Spaß gemacht. Und das Campertreffen wird natürlich wiederholt, aber dazu im nächsten Video mehr. Jetzt gehen wir erstmal spenden. Ich habe jetzt erst einmal kurz die wichtigsten Personen mit erwähnt, und ich muss jetzt ins Auto, weil ich brenne schon ganz, und jetzt legen wir los. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir sind jetzt angekommen im Ahrtal, und hier werden wir ja jetzt uns dann auf den Weg machen, die Spende zu übergeben. Also wir sind gestern Nacht noch hergefahren, da haben wir uns nach der Arbeit noch auf den Weg gemacht. Wir sind hier angekommen um kurz vor 23 Uhr, glaube ich. Hier haben wir uns ein schnuckliges Parkplätzchen gesucht und haben uns hier noch mit 2 Freunden getroffen, die stehen hier nebenan, mit dem Frank Depping, der Silberne, der schaut da hinten raus, und mit unserem Günther, das ist der Malibu,
Und die haben uns die Connections gegeben, beziehungsweise haben sich für uns stark gemacht, um auch wirklich einen zu finden, der das Geld wirklich benötigen kann, dem wir das jetzt übergeben und dem werden wir das Ganze jetzt dann überreichen. So, hier bin auch ich und da freuen wir uns jetzt schon richtig drauf. Wir richten jetzt alles her und machen uns auf den Weg und dann holen wir euch natürlich wieder mit. Bis gleich. So, und jetzt sind wir auf dem Weg zur Spendenübergabe. Genau. Jetzt machen wir uns mal heimlich auf den Fußweg, weil derjenige weiß ja noch gar nicht, dass er überhaupt irgendwas kriegt. Und hier sind schon die fleißigen Helfer überall am Arbeiten und gucken, wieder Häuser in Stand zu bringen. Also hier, wenn man in die Straßen reinschaut, Wahnsinn. Ja. Du riechst es ja nicht, oder du bist ja nicht, schlimm. Es war nicht so schlimm, wie es tatsächlich war. Richtig. Das war ja auch ja. Wirklich. Ja. Grüß dich erstmal, hallo Martina. Hallo, hallo. Grüß dich. Ja, genau. Reinhold, hallo. Servus. Na, wie geht es euch? Okay. Man will ja nicht klagen, ne? Ja. Du bist nicht da. Mama, es geht nicht um dich. Geh jetzt mal rüber zum Ramona. Es geht nicht um dich. Geh mal bitte. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Ja, wir reden mal noch drüber. Was haben wir eben das Auto durch, oder? Ja, dann machen wir es so. Ich bin auch aufgeregt. Reinhold. Martina. Ja, weiß ich auch nicht. Also pass auf, ich bin ja hierher gekommen und dein Haus war das erste, so was ich so richtig in Augenschein nehmen konnte. Ich bin da durch den Ort gefahren und habe gedacht, das kennst du nur aus dem Fernsehen. Ne? Mhm. Und dann war ich bei dir drin und wie ich bei dir im Wohnzimmer unten stand, habe ich die zersprungenen Doppelglasscheiben von innen gesehen. Da habe ich gedacht, gibt es die Außenheile innen zersprungen? Mhm. Ich war ganz baff. Dann haben wir ein paar Tage ja verbracht. Du hast neben mir gesessen beim Bier, du warst ein bisschen verzweifelt. Soll ich rausreißen, soll ich nicht rausreißen? Du bist nicht versichert, wir haben Zeug hin und her. Wir haben beim Jens haben wir im Haus gewirbelt, unten bei der Elfi, glaube ich, habe den Putz abgeschlagen. Ja. Und ich habe auch mit hochgebaut. Ja, und genau. Und das ist mir so nahe gegangen. Und der Schwiegersohn, der zukünftige, die sind voll mit dem Baugeschäft bis da. Die haben keine Zeit zu kommen und haben uns was anderes überlegt. Und jetzt, guck mal, das ist die Katja. Das ist die Mitgeschäftsführerin von Mika Caravan und die möchte jetzt auch noch was sagen. Ja, also erstmal hallo, ich bin die Katja. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja. Und hallo. Martina. Hallo. Ja, also ein bisschen zurückgespult. Wir haben letztes Jahr haben wir ja einen guten Freund, den Camper Tobi, einen YouTuber. Und wir haben am Weihnachten haben wir gesagt, nächstes Jahr lassen wir uns was einfallen und werden, ich sage jetzt mal, eine gute Tat vollbringen. Ja. So, und dann kam leider euer Schicksal oder das Schicksal hier aus eurem Tal. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was tun. Und die Camper sind ja Menschen mit großem Herz. Und wir haben im August ein Campertreffen organisiert bei uns in Dinkelsbühl. Und da waren 90 Camper. Wir haben da ein schönes Wochenende verbracht. Und da haben wir aufgerufen und haben gesagt, hey, wir wollen Geld sammeln für Altana. So, und dann Geld sammeln in irgendeine Organisation geben wollten wir nicht. Und wir haben gesagt, wir werden bis dorthin irgendjemanden finden, dem wir das persönlich hinbringen. Und der Frank ist ja ein Camper und Frank war ja bei euch und Frank hat uns eure Geschichte erzählt und dann haben wir gesagt, da müssen wir ja hin und dann seid ihr diejenigen, die das Geld von den ganzen Campern, was alle gesammelt worden ist, bekommt von uns. Genau, und deswegen sind wir heute stellvertretend für all diese Camper da, um euch das Geld zu überbringen. Und euch zu sagen, gebt's nicht auf und ihr seid's nicht allein. Ja, und ich habe mich dran gehängt an die Aktion. Ich war ja bei Michael im Haus und ich habe da so ein kleines Video gedreht in der Wohnung unten und habe meine YouTube-Follower, die habe ich aufgerufen zum Spenden und ich konnte einen riesen Batzen beitragen. Und jetzt haben wir ordentlich was zusammengekriegt und jetzt ist endlich soweit. Und ja, jetzt genau, also der Günther, also wir dürfen euch Bargeld
Wir haben es dabei. Wir haben es dabei. Wir haben die originale Spendenbox, weil wir gesagt haben, da braucht keiner dazwischen stehen. Wir bringen euch das Geld und ja. Oh mein Gott. Das ist für euch. Günther, sei bitte so nett und gib ihm die Box. Das ist die originale Spendenbox mit dem Geld für euch und dass er weitermachen darf. Das sind 7500 Tacken. Wahnsinn. Ja? Hier auf der Rückseite sind auch die ganzen Spender vermerkt. Genau. Die alle, die dabei waren. Ein paar YouTuber und die Firmen, die ihren Stellplatz zur Verfügung gestellt haben, die haben das ganze Geld mit reingestellt. Ja. Ja. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank. Also. Ja, keine Probleme. Alles ist schön, gut, alles schön, ist gut. Lass ruhig laufen. Alles in Ordnung. Prima. Alles gut. Okay. Gehst du mal zur Mama, Schatz. Mama hat gerade alles raus, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Elektriker, die dran. Ja. So, das ist das Wohnzimmer. So, ja, das ist ein Kranz, das muss auch mit auf Bild. Weil das haben mir vier Frauen und ein Mann geschenkt. Er war draußen, ich war unten am Zelt und das war gerade, wo das passiert ist. Und dann, bin ich dann zusammengebrochen. Und also ich war in den Kirchen und da haben die mich getröstet. Da ist eine Frau zurückgegangen. Ist nur eine Teilnehmer, hat aber einmal gefehlt. Ja, super. So, und dann haben die mich hier rüber begleitet und dann haben wir hier noch was gesprochen. Ja. Und dann auf einmal kam die Frau mit dem Kranz angelaufen. Das ist ja Wahnsinn. Und sagte, das ist ein Kranz, der auch nicht ins Boot durchbringt. Ist hier nicht hell genug. Aber ist beleuchtet, oder? Ja, der ist beleuchtet. Ja, cool. Und er soll Licht ins Dunkel bringen. Ah, der schön. Hat hinten am Baum gehangen. Ach da Gott, haben sie schön. Den hingestellt. Da hat er auch schön geleuchtet. Aber da kam ein Bagger und war da am Spielen damit. Da habe ich gedacht, ey, der kaputt geht. Genau, schnell hier rein. Ne? Hier rein, ja. Weißt du. Das soll ein Kranz der Hoffnung sein für, damit wir den aufgeben. Ja. Ne? Ach, schön. Sehr schön, ja. Und der kriegt einen Ehrenplatz. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber jetzt bleibt er hier. Ja, genau, ne, als Erinnerung. Der soll normalerweise draußen, dann wird er auch leuchten. Ja. Weil er hat viel zu wenig Sonne. Ne? Schön, schön, ja. Ja, als ich hier drin war, war ja noch alles, ne? Weil der Boden war drin, die Wände waren drin, du hast entfeuchtet mit feuchter Maschine. Auch drin. Ja, genau. Ja, ja, ne? Ja. Und die Rohre, die waren auch vor Wasser. Ne? Ja. Die ganzen Elektro haben alle rausgehört. Ja, also für unsere Zuschauer, ne, das war bis zur Decke, ne? Das war so, wir waren nicht bis zu der Decke, fast weil bis, das war Vakuum. Ach, da war Vakuum, da hat hier Luft draufgedrückt, ne? Und da ist der Wasser nicht, da ist der leichtere Weg gegangen durch die Tür und dann die Treppe hoch. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, verrückt. So, und das sind meine Elektriker, Morgen. Die mir helfen. Und wir sind gerade Wasser gestanden, 10 cm drunter. Ja. Da oben, 10 cm runter, alles Wasser ist dann. Da kann man sich nicht vorstellen, ne? Ja, wirst du verrückt. Hier bist du baden gegangen. So, und hier oben war ich gar nicht im Sommer, das habe ich mir gar nicht angeschaut. Wir waren nur unten im Keller, waren wir, aber hier oben, ja, oh, Wahnsinn, ja. Ah doch, einmal waren wir hier, ja, doch. Doch, wir waren hier drin, ja. Nein, ja, also bis hier hat Wasser gestanden, ne? Bis hier, ja. Hat Wasser gestanden. Also bis hier in der ersten Etage. Ja, genau. Ja, verrückt. Ja, verrückt. Bis hier. Also über die Steckdosen. Ja, Wahnsinn. Ich wollte mich im Bett legen, abends. Da ist hinter das. Ach, da wusste ich, da war Wasser drin. Ja. Gut, dass du das rausgerissen hast, das wäre nie wieder getrocknet. Nee. Nee, das hättest du nicht hingekriegt. Die Leitungen, die waren auch vor Flammen. Ne? Ja, genau. Da haben wir raus und dann direkt neu wieder rein. Ne? Ja. Nicht funktioniert auch wieder. Ah, geht schon wieder. Ja.
ist alles verrückt hier. Hier wird natürlich fleißig gearbeitet. Ist ja auch viel wichtiger wie jetzt unsere Tonaufnahme. Aber es ist ja echt beeindruckend, was man hier sieht. Also was da, Wahnsinn. Da fehlen einem wirklich die Worte. War alles feucht drunter, ne? Alles. Ja, das haben wir ja rausgeholt mal, ne? Haben wir geprüft. Ja. Ich weiß, da hast du mir ja noch gefragt, was du machen sollst. Ja, eben, genau. Ja, die Strohflaschen rausgeholt. Ja, genau, da auch, ja. Jetzt sind wir im Keller. Da wird doch trocken. Nee, das hättest du nicht rausgekriegt. Jetzt sind wir hier, haben wir hier auf der Leitung und alle rausgeholt. Ja, wir haben alles rausgeholt, weil überall Wasser drin war. Ne? Ja. Ja, hier war ja, der war ja dann komplett unter Wasser. Genau. Auch, aber die Decke nicht. Ne? Ja gut, weil durch die Luft. Die Decke wieder. Nicht. Ja. Welche der Luft. Und die hätten nicht, aber... So, und hier haben wir dann wieder angefangen. So, der Tier muss ich auflassen, weil der Tier ist noch nass. Das ist Kellerraum, der kann nur nach innen trocknen. Ja, und das kann ich also dieses Jahr und nächstes Jahr noch nicht verputzen. Ja. Das ist noch kladdernass. Also verputzt du dann selber wieder? Machst du das selber? Keller mach ich selber. Machst du selber, ne? Ja. Hast du ja gelernt, ne? Ja. Ja. Mann. Also hier sieht man, wie die Feuchtigkeit alles nur in den Wänden steckt. Also echt katastrophal. Hier war der Tankraum. Ja. So, das hat sieht doch schön. Super. Ja. Jetzt habe ich hier auch Heizung drin, das wird dann auch schneller trocknen. Genau. Ja. Hier kommt die neue Heizung raus. Ja. Die Wärmepumpe heizen und dann kommt der Wasserspeicher. Ja, das habe ich mir selber jetzt. Schön. Das ist schön zu sehen, dass das jetzt vorangeht. Ja. Ist zwar, ich muss langsam machen, weil ich kann nicht so schnell. Und wenn ich die Hilfe nicht hätte, könnte ich ja nicht mehr. Genau. Müsste eins nach dem anderen machen, immer schön langsam und dann halt. Das war ein Tag und das war ein Tag. Ja. Also das sind schon drei Tage, die schon typisch weg waren. Genau. Ja, und jetzt bist du auch keine 25 mehr, ne? Nein. Und vor allen Dingen durch die OP kann ich nichts mehr machen. Ja. Ich kann nicht mehr. Die Säcke kann ich nicht mehr heben. Das ist nicht mehr. Abziehen kann ich da, begradigen und so. Ja. Kann ich dann, aber rechts muss er jetzt, genau. So. Danke, dass du das gezeigt hast. Ja, also ich bin überwältigt von Hilfsbereitschaft, die ich habe. Ja. Also vielen, vielen Dank. Wir sind nur ein Teil von ganz vielen, die helfen. Ja, ne? Immer noch Helfer hier. Ja, aber schön. Ja. Schön. Gerne. Klasse. Und der Installateur, der gestern diese Nacht weggefahren ist, der war bombig. Der hat 6 Uhr angefangen. Ich kam an, hier, da war der schon dran. Und ist mehrere Uhr eingefahren. Der hat auch im Versorgungszentrum gearbeitet, der hat da oben gearbeitet. So Leute brauchst du, toll. Ja, also super. Der war nur am Arbeiten hier. Klasse. Also Wahnsinn. Okay. Geht nur gemeinsam, geht's nur dann halt. Wenn die Kinder gemeinsam ein bisschen anpacken, dann so. Ja. Normalerweise gehört es sich ja so, dass der Opa oder Vater die Kinder hört. Aber wir haben ja alle kaputt. Wo will ich denn helfen? Ja, ist ja nicht ein Haus, sondern die ganze. So, aber die zwei, die sind aber wichtig, weil die kleine Kinder haben. Mhm. Ne? So, du musst zuerst rein. Genau. Aber hier, das darf aber nicht. Hier ist es, wenn hier die Feuchtigkeit reinkommt, ganz ist es hoch. Ja, genau. Ne? Und wenn, ich habe zu, der muss jetzt trocknen. Mhm. Und die Heizung an. Ja, ich hatte da oben der Ofen an. Ne? Und seit gestern. Wann kriegst du die Heizung? Gibt es schon einen Termin, wenn du eine Heizung hier reinbauen kannst? Weiß ich nicht. Zuerst, dass oben das Strom mal reinkommt. Ja. So.
Vielleicht kommt noch der Elektriker, der zeigt, wie wir da weitermachen können, hier mit unserem Strom für die Zählerkassen. Auch richtig, nicht, wenn wir da Fehler bauen. Ich bin keine Fahrt, ich meine, er kennt das auch, aber... Ja. Strom liegt schon wieder an der Straße, also ja, ja, okay. Nicht über Notstromaggregate, sondern nein, über Strom ist schon da. Ja, ja, ja. Strom ist da, ja. Weil nur damit laufen ja auch die Trocknungsräder, ja, und so weiter. Und ich habe hier in der Nachbarschaft, habe ich noch einer von dem RWE, der hat mir da die Stromversorgung gemacht, die Verteilung gemacht jetzt. Und dadurch habe ich dann überall Strom. Das ist aber noch der Baustrom hier, ne, den Sie hier hergelegt haben, oder? Nee, der ist das schon die richtige Strom? Der ist der richtige Strom. Ah, dann ist das ja. Okay. Ja. Ja. Achso, ich habe den hier gesehen. Ach, da um die Ecke. Da, ja, da sind sie noch am Einziehen. Ja, 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 genau. Ja. So, das wird jetzt gut, ja. Und das gleich eine zu holen und dann wird das verklemmt. Und dafür muss ich aber einen Fachmann an, der das. Ja, 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 klar. Muss mit der Elektromeister dran. Könntest du machen, ne? Hast du auch Elektroahnung. Ja, genau. Ja. Wahnsinn. Schön. Was hat er gestern noch gemacht, der Installateur? Aha. Gestern Abend noch, jetzt wird liegt das noch hier. Er sagte nur, ich lasse das offen. Ja. Wenn da noch Feuchtigkeit kommt, dann muss der Nächste, der das macht, der muss das dann richtig machen. Schön. Deswegen. Also ich muss sagen, genau, was ich für. Vor allen Dingen, ich brauche keine Zufen, die kommen alleine. Mhm. Ist ja schön. Auch keine Zufen. Ja. Die kommen alleine. Mhm. Also ich weiß nicht. Aber immer noch. Ich habe immer gesagt, habe ich hier wo was stehen? Schön. Ja. Gibt doch noch gute Seiten. Ja. Fein. Ja, ja. So. Komm, dann gehen wir raus. Jawohl. Super. Also Leute, ich bin hier echt... emotional sehr ergriffen, muss ich wirklich sagen. Also das ist hier schon echte Hausnummer. Ihr habt die Bilder jetzt gerade vom Haus gesehen und ja, also wenn man hier überall querbeet schaut, also egal wo man hier hinguckt, also hier sieht man, hier ist der Putz weg, weil bis hierher war letztlich das Wasser, also hier ist alles vollgelaufen. Die ganzen Häuser, Keller voll, Etage voll, bis hoch in die erste Etage. Hier sieht man auch den Wasserspiegel hier bis über die Dachterrasse. Also das hier alles voll Schlamm, Dreck. Also das ist schon echt Wahnsinn, was hier für Elend ist. Und dennoch eine Aufbruchstimmung, die geben nicht auf, die Leute hier. Es ist echt emotional. Ich bin irgendwie total geflasht und ja, wie auch die Herrschaften, wo wir jetzt gerade waren, leben, an dem Tisch sitzen und trotzdem nur ein Lächeln im Gesicht haben und es geht weiter und Aufbruchstimmung. Der Mann, eine böse Krebsdiagnose. Also ich glaube, wir haben wirklich den Richtigen erwischt und mir bleibt nichts anderes übrig, wie mich ganz, ganz herzlich zu bedanken für eure Spende, für das, was ihr hier mit geleistet habt, der Familie zu helfen. Frank Depping, Camper Tobi, auch unser Bürgermeister aus Dingelsbühl, wo uns ja die Stellplatzgebühren von unserem Camper-Event zur Verfügung gestellt hat, wie die Firma Rommesbacher mit Sachspenden und auch Stellplatzgebühr zur Verfügung gestellt hat. Alle Namenhaften, die hier beteiligt waren, Frank Schneider, Fahrschule Schneider und. Ich kann jetzt nicht alle mit den einzelnen Namen nennen, aber dennoch ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns da ein bisschen unterstützt habt. Und ihr habt jetzt selber gesehen, für wen es gewesen ist, der gute Zweck. Und ja, mir fehlen jetzt hier ein bisschen die Worte. Ich muss mich jetzt auch emotional wieder ein wenig fassen, weil es ist schon echt heftig hier. Also das zu sehen, da fehlen einem die Worte. Also, bis dann. Was für ein aufregender Tag, oder? Ja. Wahnsinn. Wie fandet ihr es? Sehr beeindruckend, sehr rührend, sehr, also unheimlich viele Eindrücke. Und ich muss sagen, man sieht ja viel im Fernsehen und über die Nachrichten, aber wenn man das dann in live vor Ort sieht, ganz andere Nummer. Okay. Also da läuft es mir eiskalt über den Rücken und
ja, schon sehr heftig. Ja, und ich finde es vor allem, jetzt sind wir ja gekommen und es ist ja, ich glaube, mal schon mal aufgeräumt. Ja, es ist vorher schon mal aufgeräumt, es war ja viele schon gesäubert, gereinigt. Und trotzdem ist da noch so viel Arbeit, die da bevorsteht. Und Hut ab vor denen, die immer noch da sind und helfen. Und ja, also das ist schon beeindruckend und irgendwo macht es einen, hat es einen auch echt demütig gemacht. Schon, ne? Ja, das ja. Auch die Straßen sind immer noch so dreckig. Du siehst genau, wo der Dreck noch ist. Und wir sind dann ja ein Stück Richtung Dernau zurückgefahren. Dann, ich war froh, dass wir da weg waren. Also entweder helfen oder nicht da sein, aber nicht durchfahren zum Gucken. Und wir haben noch Wein eingekauft, ne? Flutwein. Ja. Ja, gut, gucken geht gar nicht, weil das ist ja, mein Gott, wir waren jetzt ja aus einem bestimmten Zweck dort, aber einfach da durchfahren und sich das anschauen, ist natürlich, geht gar nicht. Ja. Also, weil das ist schon sehr erschaudernd. Also da muss ich sagen, das ist Kürze nicht, das macht man nicht. Also, aber haben wir einen richtigen getroffen, oder? Absolut, ja. Absolut. Schon, ne? Also, fand ich voll. Martina hatte Tränen in den Augen, ne? Der Reinhold wusste gar nicht, wie ihm geschah irgendwie. Ne? Ja. Er wusste ja von gar nichts. Aber die tun mir ja auch so leid, wenn man das Haus gesehen hat. Ich meine, ihr habt es ja auch gesehen. Ich meine, der Tisch im Wohnzimmer, wo die essen. Ja, angesessen haben. Ja, der Putz an der Wände weg. Und und dann schwer erkrankt. Dann nur die Diagnose, genau. Krank. Ja. Und hat aber trotzdem nur Lächeln. Ne? Ja. Also das habe ich auch festgestellt, als ich gearbeitet habe, der Mut geht denen irgendwie nicht flöten. Also irgendwie mal so in einer ruhigen Minute geht ein bisschen die Luft raus, aber letztendlich machen die alle weiter. Ja. Und was ich so toll finde, wo wir auch dann jetzt den richtigen getroffen haben, die haben da in Altenburg noch keinen Pfennig von den freiwilligen Spenden gesehen. Ja. In den umliegenden Gemeinden offensichtlich ist das ausgezahlt worden, aber dort ist wohl noch nichts groß geflossen. Nein, obwohl sie ja berühmten Besuch hatten in den letzten Wochen wieder. Sehr komisch, Und wo ich dann sagen muss, die Prominenz war da, hat sich's angeschaut, hat sicherlich auch nach außen hin gesprochen. Ja, also da muss ich ja sowieso sagen, find ich unwahrscheinlich toll, allen freiwilligen Helfern, die da wahnsinnig mitgemacht haben, aber riesen enttäuschend finde ich, dass eigentlich vom Staat so wenig kommt. Finde ich. Ja, vor allem noch nichts kommt. Anscheinend gibt es, es gibt ja diese beschlossen Hilfe. Ist ja viel, ne? Diese Hilfen sind ja voll, es gibt ja auch Geld, es haben ja alle viel oder viel mehr gespendet und anscheinend sind die, wie gesagt, diese Fonds ja voll, aber dort, wo wir heute waren, kam klar die Aussage, wir haben noch nichts bekommen und jetzt brauchen wir aber das Geld, um Baumaterial und alles heranzuholen, um das zu bestellen, zu kaufen und dass wir hier weitermachen können. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, eigentlich egal, aber jetzt kommt die kalte Jahreszeit, jetzt kommt der Winter. Ich meine, und die wohnen ja teilweise jetzt vorübergehend nicht in ordentlichen Wohnungen, sondern sind ja irgendwo untergekommen. Im Laden. Sie schlafen jetzt in einem Laden, der jetzt bereitgestellt worden ist, ein Kosmetiksalon, wo die halt jetzt campieren für die Zeit, bis sie wieder in ihr Haus dürfen. Unter schlimmsten Verhältnissen, nicht wirklich warm, kalt. Das finde ich echt schlimm. Da und Wohnwagen stehen vor der Tür, wo sie sich mal kurz zurückziehen können oder übernachten können dann halt. Ja, notdürftig. Und kleine Kinder, ich meine, wie gesagt, die Kinder haben ja momentan kein Zuhause, kein wirkliches. Ja, ja, wir konnten wenigstens ein bisschen helfen. Wir haben uns das noch angeschaut, so ein bisschen den Ort. Einer hat uns zugerufen aus dem fahrenden Auto. Scheiß Gaffer. Ich bin ihm nicht böse, er konnte es ja nicht wissen. Gottes Willen, nein, verständlich wahrscheinlich, aber. Verständlich. Ja, nee, ich denke, war ein runder Tag. Und dann. Also, ich glaube, an, oder? Wir haben was Gutes getan. Und ja, ihr habt was Gutes getan. Vielen Dank an euch alle. An euch alle, genau. Alle, an alle, die gespendet haben. Und Riesensache: 7.500 Euro. Das ist schön. Hat die beiden aus den Latschen gehoben und dafür vielen Dank. Dann stoßen wir auf euch, auf die beiden und auf das Leben an. Genau. Zum Wohl. Thank you.